dringend einen neuen MFF, wo auch die Landwirtschaft entsprechend berücksichtigt ist. Man merkt jetzt in der Krise, dass die Landwirtschaft systemrelevanter ist, als manche gedacht haben. Wir sehen auch, dass die Landwirtschaft sehr unterschiedlich betroffen ist. Also Direktvermarkter bei mir in der Gegend haben eigentlich gar kein Problem, ganz im Gegenteil. Denen wird das Zeug aus der Hand gerissen, während die Bereiche, die exportabhängig sind, von der Krise viel stärker betroffen sind. Das heißt für mich ganz klar, wir müssen schauen, dass wir, wenn wir nach der Krise darüber reden, dass wir regionale Kreisläufe stärken. Und der Kommissar hat es ja angesprochen, was über die Straßen transportiert wird, auch in Europa, ist viel zu viel. Wir werden wahrscheinlich auch Probleme kriegen in bestimmten Bereichen mit der Versorgung bei Gemüse. Und das hat auch was zu tun mit der mangelnden Bereitschaft, dass wir Arbeiter in Europa, die wir dringend brauchen, dass die auch in die Länder kommen, wo sie gebraucht werden. Deutschland hat nicht unbedingt ein Vorbild abgegeben mit einer sehr merkwürdigen Regelung, dass Arbeiter aus Rumänien jetzt einem Flieger kommen müssen. Das ist nicht toll. Ich denke, und da muss ich meinen Kollegen von der ID und von der EPP heftig widersprechen, wir dürfen jetzt nicht so tun, als würde die Klimakrise jetzt ausgesetzt sein oder die Biodiversitätskrise ausgesetzt sein. Wir müssen über die Farm-to-Fork-Strategie reden. Wir müssen über den Green Deal auch reden. Das ist ganz wichtig, auch für die zukünftigen Beratungen über die gemeinsame Agrarpolitik. Das können wir nicht plötzlich ausblenden und irgendwann wieder einblenden. Die Krise geht weiter. In meiner Region gibt es jetzt wahrscheinlich schon wieder Probleme mit einer enormen Trockenheit. Das andere Thema der Märkte, da sage ich nur ganz klar, wir müssen bei Milch was tun, aber ich bin gegen eine Lagerhaltung, die wir jetzt wieder diskutieren, sondern eher, dass wir diskutieren Maßnahmen der freiwilligen Produktionsbeschränkung. Das wäre doch viel sinnvoller, wenn jetzt die Landwirte da einen Anreiz bekommen, die Milch erst gar nicht zu produzieren, die im Moment nicht abzusetzen ist. Das Ähnliche gilt für andere Bereiche, anstatt wir jetzt wieder Lager voll machen. Darüber müssen wir reden. Und ich glaube, allen ist klar, wir kommen in Schwierigkeiten mit dem Zeitplan, wenn wir im Oktober, wie es die Koordinatoren schon mal diskutiert haben, abstimmen über die neue GAP. Ich glaube, dann sind wir schon im bestmöglichen Zeitrahmen. Ob wir dann irgendwie die Trilog noch starten können dieses Jahr, wird eine spannende Frage sein. Aber auch da müssen wir zügig weitermachen. Ich danke allen. Ich hoffe, es geht allen gut und wir können uns bald noch wieder live sehen.